So, hallo liebe Ameisenfreunde. Ja, heute möchte ich euch mal meine Camponotus pulvipilosus vorstellen. Ne? Ganz offiziell, gestern hatte ich ja nur ein Shorty gemacht. Und heute möchte ich euch diese wunderschöne Art natürlich ein bisschen näher bringen. Ja, wunderschöne Färbung. Ja, klar, die meisten werden diese Art natürlich kennen. Einmal eben, weil es mit zu den schönsten Ameisen der Welt gehören. Aber auch, weil sie mittlerweile auf dem Ameisenmarkt sehr selten geworden sind. Leider. Und auch, man muss es leider sagen, oft zu sehr hohen Preisen angeboten werden. Ja, ihr Verbreitungsgebiet ist Namibia, Angola, Botswana, Republik Südafrika. Da kommen sie hauptsächlich vor. Und kommen da meistens in trockenen Steppengebieten vor. Das heißt aber auch, dass diese Art 2, 3 Tage ohne Wasser überleben kann, was die meisten anderen Ameisenarten nicht schaffen. Aber eben diese Art hat sich da natürlich angepasst. Ja, Durst leiden müssen sie bei mir natürlich nicht, ne? Wasser ist immer da, sowohl hier im Reagenzglas als auch in der Tränke. Da müssen sie ihre Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen. Ja, sie sind überraschend aggressiv, muss ich sagen. Ne? Also wenn ich da mal mit dem Finger reingehe, dann sind sie auch sofort da. Ich meine, sie tun einem nichts, aber sie gehen ja schon recht auf Abwehrstellung. Ne? Also, finde ich klasse. Weil sie oft so als sehr schillige Ameisen benannt werden. Aber so, was ich bisher kennengelernt habe, so schillig sind sie jetzt auch nicht. Ne? Also sie können auch, wenn sie wollen. Ja, die Bühne hier in der Mitte, sehr schön zu erkennen, ne, an dem großen Gast da hier. Ne. Das ist so pelzig, also sehr stark behaart. Ja, die Bühne wird so 17, 18 mm groß und die Arbeiterinnen werden 9 bis wohl, bis zu den Majoren bis zu 19 mm groß. Also die Majoren können auch ein bisschen größer werden als die Bühne. Und da freue ich mich auch schon sehr, wenn der erste Major da ist, weil das möchte ich schon gerne mal sehen. Ja, ne, Brot ist ausreichend vorhanden. Ja, meine Kolonie kommt direkt aus Namibia. Die habe ich privat gekauft. Und ja, wir haben aber die Reise, aber wie man sieht, gut überlebt. Wo ich auch sehr früh sehr froh drüber bin. Von den Temperaturen her. Ja, ist eigentlich schon noch fast zu wenig. 50% Luftfeuchtigkeit ist okay. 26,5 Grad Celsius zeigt hier das Thermometer an. Das kann ruhig noch mehr sein. Ne? Also im Nestbereich bis 30 Grad und in der Arena bis 34 Grad sind für diese Mädels überhaupt kein Problem. Ne? Also wo viele andere Arten da die Fühler streichen, ja, da fühlen die sich hier noch sehr wohl. Ja, Luftfeuchtigkeit 50 bis 60%. Wie gesagt, sie kommen aus einer trockenen Steppengegend, dann ist das vollkommen okay. Ja, zu Futter bekommen sie, klar, normal, ne, Zuckerwasser, obwohl das umsonst wieder weggeschlürt. Ne, kleine Schokoschaben und halt Wasser. Und ja, Koloniegröße habe ich gelesen, bis 5000 Tiere. Ne, was bei der Größe, sag ich mal, schon ziemlich stattlich ist, ne, weil diese Ameisengröße 5000 Tiere, ja doch. Ja, da werde ich irgendwann mal über ein größeres Setup nachdenken müssen. Aber jetzt für den Anfang, ne, das ist jetzt hier ein 40x25x25 Becken. Das sollte erstmal für den Anfang jetzt erstmal reichen, bis die Kolonie eine gewisse Größe erreicht hat. Ja, sie sind verwandt mit den Camponotus detritus bzw. Camponotus storiatus, die aber leider noch schwieriger zu bekommen sind. Und wenn man sie bekommt, sind sie noch teurer als diese Art. Das ist immer das, eine Angebot und Nachfrage. Ja, was will man machen? Auf jeden Fall sind es wunderschöne Tiere und ich bin sehr stolz darauf, dass ich sie habe. So, liebe Ameisenfreunde, ja, das war's. Das war die Kolonievorstellung von meinem Camponotus pulvipilosus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und außerdem möchte ich mich auch recht herzlich für 1000 Abonnenten bedanken. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüsschen.